Mein lieber Daniel, wo sind wir gerade? Bei dem, ich glaube, 8. Fastfood-Restaurant. Sag mal kurz, was wir da oben für eine Zeichen sehen. Eine Glocke. Eine Glocke, denn es ist... Taco Bell! Taco Bell! Nee, es ist echt so. Wir haben uns in diesem Urlaub vorgenommen, so viel wie möglich verschiedenen Kram auszuprobieren, den wir so in Deutschland eigentlich nicht finden würden. Und da gehört natürlich Taco Bell. Man sieht's da auch nochmal. So sieht's aus. So mit auf die Liste. Und vor allem, der Laden hat jetzt über dem Hurricane die ganze Zeit geschlossen. Deswegen steht da riesengroß ab. Ja, open! Ich war zwar schon öfter hier, aber noch nie in dem Laden. Krass, ne? Also ich kenn's nicht. Ich du bist schon so viele Jahre hier, aber warst noch nie bei Taco Bell. Ich war noch nie bei Taco Bell. Also man hat immer alles ich ausprobiert. Auch nicht. Ich auch. Ich kenn's nur aus dem Internet. Und aus der Xbox One Werbung. Ja, vor allem, man kann die Xbox One gewinnen. Nee, aber nicht nur irgendeine, sondern eine Xbox One X auch noch. That's fascinating. That's fascinating. Yeah, I might want to use that sometime. Wollte gerade sagen, also scheiß auf iPhone X. Ja. Deshalb, Xbox X. Also ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal an, in welchem Menü oder Sparpaket hier die Xbox One X dabei ist oder man sie gewinnen kann. Ja. Weil das werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Das Geile ist, ich habe exakt keine Ahnung, was man hier überhaupt bestellen kann. Also ich gehe mal davon aus, Tacos. Ja, ja. Aber das kann ja nicht nur das sein. Also ich weiß nicht mal, also ob man zu den Tacos Pommes bestellen kann. Ja, ich habe keine oder Ahnung. Oder ob man Chili bekommt. Also ich habe es halt bei JP mal gesehen, ich habe es bei anderen Vlogs gesehen, ja, ja. Bei IGSTin, bei Casey, was weiß ich. Aber ich war selbst noch nie bei Taco Bell und deshalb würde ich sagen, ziehen wir das jetzt einfach durch. Das Taco-Menü. Und da soll jetzt eine Xbox drin sein, oder was? Eine kleine vielleicht. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt. Keine Xbox drin. Aber zwei Tacos. Woran wissen wir denn jetzt, ob wir gewonnen haben eigentlich? Ich glaube, hier steht irgendwas drauf. Winner for every 10 minutes. Text your coach to for chance to win an Xbox. Okay, wir haben einen Code bekommen, den geben wir dann auf der Seite wahrscheinlich ja. Ein. Und dann oder halt eine SMS schreiben, wie es da drauf steht. Ja. Okay. Das wird geil. Ja, auf jeden Fall zwei Tacos. Und ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Ja, hier, first time, ne? Also. Könnt ihr, ich will sehen, wie es ist. Es wird jetzt ein richtig geiler Foodporn. Ich bin echt mal gespannt. Und? Was sagt der Fastfood-Kenner? Es ist witzig. Okay. Also, ja, sag. Also wirklich, es ist halt, ich bin überzeugt. Ich glaube, es wird nicht mein Lieblings-Fastfood-Restaurant. Aber mal so zwischendurch. Aber auf jeden Fall eine geile Abwechslung. Ja, definitiv. Also. Achso, ja, hier, wir haben auch noch so Fritos. Das sind so Käse, Entschuldigung, Kartoffelstückchen. Wollt ihr vielleicht auch was probieren? Dann lass den Captain jetzt auch mal was essen. Haben wir natürlich unterschiedlich? Ja, das ist unterschiedlich. Ach, wir haben unterschiedlich. Das heißt, wir müssen auch. So, guck mal. Ich habe eher so einen hellen. Du hast eher einen roten, ne? Das schmeckt, also das sieht nach normalen Nachos aus. Das ist dieser. Ja. Etwas. Ich bin ja gespannt, wie der da schmeckt. Man weiß erstmal gar nicht, wie man das essen soll, ne? Nee. Also mein schmeckt extrem nach Chili con Carne. Da ist auf jeden Fall auch Beef drin. Mhm. Also was halt geil ist, dass die frisch gemacht sind. Mhm. Das merkst du wirklich, weil der Käse oben drauf noch nicht geschmolzen ist, der Salat ist noch sehr knackig, der Chip also so oder so. Vom Geschmack her halt echt einfach nur ein großer Nacho mit Chili con Carne drin. Mhm. Also wenn ihr jetzt einfach Chili con Carne zu Hause macht und dann mit einem Nacho quasi reindippt, dann habt ihr genau das, was ich jetzt da gegessen habe. Das ist wahrscheinlich genauso ähnlich, aber nur, dass der Nacho halt ein bisschen anders schmeckt. Unter den Fastfoods aber das, was von direkt von Anfang an am gesündesten schmeckt, muss ich sagen. Ja, weil du hauptsächlich halt irgendwie den Salat schmeckst, ne? Also den Salat und den Käse. Mmh, ach so. Das hier ist ein Ding von Doritos. Deshalb schmeckt das auch so krass nach Chips. Also, es ist sehr interessant. Mmh. Ich kann es völlig voll nachvollziehen, dass Leute sowas geil finden. Wir haben die Soße noch gar nicht ausprobiert. Ja, die machen wir gleich einzeln. Jetzt gucken wir erstmal, was in dem Monster drin ist. Daniel präpariert hier gerade mal die Soßen. Drei unterschiedlich, einmal Mittel, dann Hot und Fire. Und wir gehen davon aus, dass Fire die krasseste ist. So, was haben wir hier? Ein Burrito oder was? Ich stehe ja krass auf Wraps, muss ich sagen. Also der ist auf jeden Fall sehr geil eingepackt, wenn ja. Man sich mal das anguckt. So mal Profi das. Machen wir nochmal. Was ist da drin? Ich sehe nicht so viel. Hack. Oh, das ist geil kompakt, ey. Ja. Ah, da ist Steak drin. Der ist geil. Mm. Der ist würzig. Der ist schön würzig. Mm. Der hat ein bisschen Zunder. Oh, der ist geil, ey. Der ist richtig geil. Mm. Sehr schön weich auch, also auch von dem Teig her. Mm. Oh, krass, der ist richtig gut. Der gefällt mir richtig gut. Den will ich immer bestellen. Mm. Ich weiß gar nicht, was das war, aber... Das war dieser Steak Burrito. Also was sind da dran? Dann was ist das denn hier? Also, wir das haben Nudeln? Nee, das sieht eher aus wie Reis. Also auf jeden Fall ist da Steak drin. Man kann das aber auch mit Shredded Chicken haben. Also geschreddetes. Ich steig direkt mit Fire ein. Also es ist Steak, geschmolzener Käse.
Reis. Mhm. Ich würde sagen, auch eine leicht Creme Fraiche hier. Ich bin gespannt, wie mild schmeckt. Warum schmeckt mild krasser als Feier? Also schmeckt das krasser oder scharf? Also gefühlt schmeckt Feier weniger scharf als mild. Das ist hier hot, ja. Ne? Nee, das ist Feier. Oh, das ist Feier. Ich glaube, davon müssen wir ein paar Tüten mitnehmen. Die sind top, ne? Und den Mexikaner mixen. Mm. Das Ding schmeckt nach einer Mexikaner. Alter, stell mal vor, du hast einfach mal Taco Bell Mexikaner in Deutschland. Wie krass wäre das denn? Leute würden ausrasten. Die Mildrichtung, die ist... Ich habe Hot noch nicht probiert. Ich finde die Milde sehr mild. Da schmeckst du aber schmeckst du Pfeffer bei der Milden. Hot schmeckt wie eine normale Salsa-Soße, die man so bei uns zu Chips bekommt. Ja, so sieht die auch aus. Etwas süßlicher. Mhm. Die hier... Die wäre perfekt für Mexikaner. Die Feiersoße wäre perfekt für Mexikaner. So, warte mal, aber dann probieren wir das jetzt mal. Steak und so ein Scheiß. Mhm. Mit Soße nochmal eine ganz andere Sache. Man muss ja sagen, das Ding ist so an sich sehr soßenarm. Also du hast da dein Käse drin, der geschmolzen ist. Mhm. Und eigentlich die... Mild ist perfekt. Mild ist perfekt dazu. Aber ich probiere auch nochmal Hot. Also, ich glaube, zudem ist mild am besten. Ich bin ein Fan vom Feier, wo es für mich auch immer um Schärfe geht. Also ja, auf jeden Fall, im Gegensatz zu anderen Fast Food, krass. Es schmeckt gesund. Auch wie der Käse rauskommt. Also was man dem Laden jetzt wirklich lassen muss, ist, du gehst hier nachher, wenn du so eine Portion gegessen hast, alleine, gesättigt raus, mhm. Aber du kommst hier nicht überfressen vor. Nicht so wie bei normalen Fast Food. Und es ist relativ günstig, muss ich sagen. Ja, $7 hat das jetzt schon gekostet. $7 für die ganze Box? Plus hat hier so eine kleine Portion Bratkartoffeln. Ich glaube, ich hole noch mal so einen Xbox-Juice. Bitte. Der war echt geil. Warum ist jetzt so blau auf einmal? Hast du was anderes genommen? Nee, ich hab... guck mal, sieht man das? Die Tropfen vom alten Getränk sind blau. Oder was? Da ist der Fokus. Aber das du hast jetzt genau das gleiche genommen, ne? Ich hab exakt das gleiche genommen. Aber die Tropfen sind blau und das drin ist grün. Wie heftig ist das denn? Yeah! Yeah, baby! Yeah. Check! War gut. Also unterm Strich, jeder, der die Möglichkeit hat, soll mal hinfahren. Ja. Also es ist jetzt definitiv nicht mein absoluter Top-Fast-Food-Favorit. Also ich muss sagen, unter Five Guys ist es schon 2. Das ist bei mir nicht. Nee. Also es ist auf jeden Fall unter den Top 10. Obwohl, nee. Chicken Filet ist auch ganz geil. Eigentlich müssen wir auch noch einmal zu Chicken Filet. Egal. Aber jetzt. Bei mir ist, können wir echt machen, oder? Wir fahren jetzt noch eben zu Chicken Filet. Herzlich willkommen bei Chicken Filet. Wir stehen auf dem Parkplatz und ich drehe mich im Kreis. Hui, da fliegt die Kamera. Nach Taco Bell muss heute auch das nächste ausprobiert werden. Ich bing, 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 bing. Es wird einfach erweitert, die Sammlung an Bechern. Wir haben einfach nur so eine Refill-Armada und refillen jetzt einfach überall, wo wir Bock haben. Wir sind halt so typisch deutsch. Wir kaufen uns einmal überall einen Becher. Und benutzen ihn dann halt immer wieder, ja, auch wenn er so schon richtig verschimmelt ist. Ja, aber Hauptsache, wir sparen uns die 2,50 € für ein scheiß neues Getränk. Refill as fuck. So, Vloggen ist nämlich scheiße teuer. Nee, aber wir gehen jetzt da rein. Was hast du noch? Ich weiß es nicht. Also ich habe bis jetzt nicht verstanden, was man da macht. Ich gehe davon aus, dass wenn man zum Beispiel Chicken mit Knochen hat, dass man vielleicht die Knochen hier rein macht. Ich weiß es noch nicht. Aber da wir Burger bestellt haben, werden wir dieses Problem nicht haben. Da ist es. Ich meine, das kennen wir schon. Ja, das haben wir schon gegessen. Und es war sehr lecker. Das hat uns durch den Hurricane geholfen. Ja, das kennen wir noch nicht. Das ist quasi genau das gleiche wie das. Okay, warte, ich mach so. Nur jetzt als... Quality Burger. Ach du Scheiße, ist das riesig. Also, wir haben gehört, dass es hier sehr gut sein soll, weil das Restaurant gut zu den Mitarbeitern sein soll. Das soll eins der fairsten Restaurants für die Mitarbeiter sein. Wo du mit am besten bezahlt wirst. Und qualitativ mit das beste Chicken. Hier läuft chilliger Jazz. In welchem Fastfood-Restaurant läuft chilliger Jazz? Ja, hier. Hier. Alter, nur dieser kleine Brocken Chicken hat schon geil geschmeckt. Baby, köstlich.
köstlich. Check. Ey, ohne Scheiß, gönn dir mal das, wie viel da einfach drauf ist. Also KFC, das war sehr gut, ne? Ja, Premium halt, ne? Also aber das hier, keine Ahnung, da würdest du im Restaurant locker 10 Euro für zahlen. Also Restaurantqualität. Ja, also ist kein Fastfood, ist 100% Restaurantqualität. Sehr krass. Und das Ding wurde auch gerade frisch gemacht wieder. Obwohl wir jetzt gerade Primetime-mäßig unterwegs sind. Das ist geil. Ja, sehr gut. Dann gucken wir mal, was in der anderen Tüte drin ist. Ist halt auch eine sehr geile Aufmachung. Ja, ich finde schon witzig, dass es in der Tüte ist. Es ist halt wirklich hier das ganz Einfache. Einfach mal als Stumpf geguckt. Alter, das ist so riesig. Es ist halt, es ist nichts drauf. Es ist halt wirklich nichts drauf. Aber du hast riesen Chicken einfach. Das ist quasi so die Standardversion. Ja. Das ist die Deluxe-Version, Standardversion. Mmh. Und ich habe selten so ein saftiges Stück Chicken gegessen wie das. Das Heftige ist, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Mal gucken. Ne, funktioniert leider nicht, aber es ist so saftig, dass du eigentlich den Saft rausdrücken kannst. Heftig, gut. Wer Chicken essen will, Chicken Filet. Da sind wir auch schon bei Chicken Filet raus. Daniel! Hier! Wie war's? Gut! Schön! Weiter geht's! So, Fazit, man vergleicht ja immer so Sachen, die man kennt. Hier würde ich den Vergleich wirklich zu KFC ziehen. Ja. Und qualitativ um Längen besser. Also KFC ist wirklich nur Fast Food im Gegensatz zu dem hier. Was man hier an Qualität von Chicken bekommt, göttlich. Also wirklich göttliches Chicken. Man, da läuft chilliger Jazz, das ist alles geile Atmosphäre und das ist so, man fühlt sich überhaupt nicht wie ein Fastfood-Restaurant, nee, weil die Qualität auch einfach extrem gut ist. Der Laden war jetzt mega voll. Also ja, der war echt voll, der Laden. Kann man auf jeden Fall auch nur empfehlen. Der Laden ist bisher mir so unterm Radar weggegangen. Also ja, jetzt der sieht auch überhaupt nicht aufwendig aus. Das ist echt so. Das war eigentlich eine Grund, also das war eine Empfehlung, die wir hier aus Sarasota bekommen haben. Und war gut. War nice. Vielleicht gibt es noch was anderes, was wir auf dem Weg finden, aber ich glaube, jetzt haben wir alles abgehakt, was so Fast Food ist. Ja, wenn nicht, wir halten an und essen. Und da ist schon das letzte Wochenende. 2,5 Wochen einfach weg. Aber die letzten Tage sind vom Wetter her so überragend, dass wir uns heute dazu nochmal entschieden haben, lecker essen zu gehen. Und da wir hier schon einmal das Ganze ausprobiert haben und es so gut war und wir das andere Restaurant ebenfalls nochmal ausprobieren möchten, weil es delicious aussah, ab wieder nach Fisherman's Village. Wir haben zwei Restaurants zur Auswahl. Einmal das Vor Kopf, wunderschöner Ausblick, Essensqualität so guter Durchschnitt. Und einmal das mittig vom Fisherman's Village Premium Küche, nicht ganz so geiler Ausblick. Jetzt müssen die Karten erstmal im Vergleich gezogen werden und dann gucken, wo wir uns hinsetzen. Wenn ihr Fisherman's Village seid, geht da hin. Egal was die anderen sagen, geht da hin. Egal was Daniel sagt, geht da hin. Der Laden ist geil. Wenn ihr da einfach nur hingehen wollt, um eine geile Sicht zu haben, auf jeden Fall. Für besseres Essen müsst ihr euch was anderes suchen. Geht da trotzdem hin. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, geht da auf jeden Fall hin. Weil es gibt hier kein besseres Lokal, was die Location angeht. Ja.